Überall nur noch Scheiß-YouTuber. Dann Scheiß-YouTuber, dann Scheiß-YouTuber, da ein noch beschissenerer YouTuber, da der schlechteste YouTuber, da. Oh, da. Da ist ein guter YouTuber. Da ist ein guter YouTuber. Digga, ich mach mit dir eine Kollabo. Wir machen heute ein Video zusammen. Ich mit dir oder du mit mir, wie man es nennen mag. Auf jeden Fall machen wir. Was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du ... wärst? Ja, dann lass uns gleich loslegen. So, ich sag mal, du bist ja noch ein bisschen kleinerer YouTuber, hast erst 200 Abonnenten oder 250, so irgendwas. Und ich würde sagen, Mo, was würdest du tun, wenn du jetzt auf der Stelle 100 Abonnenten bekommen würdest? Oh mein Gott, ich habe 100 Abonnenten! Ja, das war schon mal nicht schlecht, aber das geht auf jeden Fall noch einen Tick besser. Also, leg dich da ein bisschen mehr ins Zeug, Digga. Du musst ausrasten, wenn du 100 Abonnenten bekommst. Du musst richtig so abdancen. Yo, was geht ab? Yo, bam, 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 bam. Stell dir vor, du kriegst 100 Abonnenten, Dicker. Du musst komplett rasieren. Aber egal, wir machen jetzt mit einem anderen Thema weiter. Und zwar, was würdest du tun, wenn du, sagen wir mal, ein Gangster wärst? Wenn du ein richtig harter Gangster wärst. Also, wenn ich ein Gangster wäre, würde ich voll abgehen. Das mit der Mütze nach hinten war schon mal eine ziemlich coole Idee. Allerdings fehlt dir die Uhr und eine Brille, also eine Sonnenbrille. Also die habe ich leider auch nicht hier, aber wir denken uns jetzt einfach eine Sonnenbrille. So Mo, dann musst du auf jeden Fall deine Schultern trainieren und dein Stirnacken muss auch in Form sein. Das machen wir dann mit ein bisschen Aufwärmübungen. So, und wenn du dann durch die City steppst, dann auf jeden Fall nicht so. Digga, du machst hier keine Seilsprünge hier. Du musst anders reagieren, Bruder. So macht es ein Gangster mit dem Ghetto Blaster durch die City. Und ganz wichtig, ein Gangster ist immer bewaffnet, deswegen. Okay Bruder, das war schon mal nicht schlecht, aber jetzt kommen wir zu einem etwas, sagen wir mal etwas anderen, was würde ich tun, wenn ich das und das wäre. Sagen wir mal, du bist jetzt ein Gummibär. Also wenn ich ein Gummibär wäre, würde ich tanzen und mein Gummi genießen. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi, 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 Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär, oh yeah. Gummi, 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 Gummibär. Gummi, 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 Gummibär. Okay. Das war wirklich katastrophal. Mo, wir lassen das, okay? So, wir machen mal jetzt etwas Leichteres, okay, für dich. Okay, ich lass dir einfach mal die nächste Entscheidung. Was würdest du jetzt an deiner Stelle am liebsten machen? Was würdest du tun, wenn du ein Thüringer Klos wärst? Thüringer Klöße? Ja, okay, dann mach mal. Fragt man mich, was isst du gern, da kann ich Antwort geben. Stopp. Das ist nicht wirklich dein Ernst. So Klöße geh ich meilenweit, na klar, es schmeckt mir eben. Komm.
das Wasser auf dem Herd ist bitter mir egal. Denn was auf meinem Teller dampft, ist allererste Wahl. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten. Bruder, und ich dachte wirklich, in dir steckt ein Talent. Bruder, jetzt streng dich mal an, komm, zeig, was in dir steckt. Und jetzt hol alles raus, was nur geht. Kartoffelsalat. In kleine Scheiben muss man sie schneiden. Kartoffelsalat. Essig und Öl, nein, Pfeffer und Salz. Kartoffelsalat. Mit Mayonnaise schmeckt's bissle scheiße. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Tomatensalat. Muss man sie schneiden. Tomatensalat. Essig und Öl, nein, Pfeffer. Okay. Das nächste schlage ich wieder vor. Sag mir mal was Leichtes. Was würdest du tun, wenn du jetzt ein Lehrer wärst? Also ich muss sagen, wenn ich ein Lehrer wäre, würde ich mit den Schülern etwas sehr Cooles unternehmen. Hey Schüler, ich bin ein neuer Aushilfslehrer. Lernen ist nicht bei mir. Wir sehen uns lieber Filme an. Alles okay für euch? Ja, okay, das passt. Was für einen Film würdest du dann empfehlen? Hey du Spacko, natürlich Fuck You Goethe. Ey Digga, wieso willst du mich jetzt beleidigen, Alter? Nein, also beleidigt wird in meinen Videos nicht, das ist eins, was sicher ist. Du kannst von mir aus noch Werbung für dein Insta oder so machen, wenn du willst. Ich bin sogar auf Instagram jetzt erhältlich. Ich mache auf Instagram jetzt Livestreams und auf YouTube nicht mehr. Ich habe nämlich auf YouTube Livestreams gemacht und ja, die sind einfach scheiße gewesen. Ich habe sie wieder gelöscht und ja, ich habe mir nur eins gedacht, ich mache auf YouTube einen Livestream nicht zu spät, ich mache ihn eher in der Früh oder, weiß ich nicht, am Nachmittag. Und wenn ihr mir folgt, ich heiße, wenn ich noch nicht gesagt habe, mo.online. Und wenn ihr mich noch immer nicht findet, mo.online.youtube. An dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich verlinke dich auf jeden Fall. Hast ja auch mitgewirkt, Bruder. Gruß geht raus. Und an alle anderen. Ich hasse euch alle und fickt euch.